Das ist Puffbier dazwischen quatscht. Darn kids think it's funny to push me, but if you can beat my time down the hill, I'll give you a golden spatula. Das machen wir gleich. Oh, leck, was geht hier? What the fuck? What the fuck, Alter? Wow, das war ein verdammter Lag, aber sowas von. Okay. So. Ich würde sagen, das erste, was wir machen, ist diese Tiki explodieren lassen. Yay! Vorher der epische Mut. So, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Ich aus wie Brownie. Brownie. So, Geld. Ja, ich würde sagen, wir fahren erstmal so runter, weil normalerweise hat man mal diesen. Wollen wir nicht erst mit Sandy runterfahren? Nee, ich glaube, da muss man mit SpongeBob runter, oder? Weiß nicht. Ach, ich gehe erstmal mit SpongeBob runter. Weil man muss jetzt hier bei diesen Strecken so, also, weiß nicht, mindestens dreimal runter. Einmal für die Zeit-Challenge, dann einmal noch, um da die ganzen Roboter wegzukicken, da am Ende jeder einzelnen Stage mit Thaddeus seine Ruhe hat und dann noch für die Socken. Naja, ab geht's. Ach du Scheiße, ich hab... Oh, oh. Alter, ich kann das wohl nicht mehr. Ah, da war eine Socke. Scheiße. Ihr habt genau das meine ich, Leute. Scheiße. Schlecht. Oh. Alter, ich bin so lange nicht mehr hier runtergefahren. Das geht gar nicht. Ich nehm doch Sandy. Die kann fliegen. Hör bloß. Die kann fliegen. So. Ich hab's hier gesagt, oh nein. Ja, ich bin hier. Alter. So, warte mal jetzt. Oh. Naja, wenigstens hast du die Socke. Das war scheiße unfair. Wenigstens kannst du sie so ein bisschen mehr retten als vorher. Können schon, aber wenn dich, bevor du dich retten kannst, diese scheiß Hand erwischt, ist das auch nicht gerade das Wahre. Ich kann dich überhaupt nicht mehr retten, wenn du nicht tot bist. Wow, wir haben zwar ein bisschen weiter geschafft als okay. Ja. Yeah. Das ist ganz praktisch, der kommt zunächst mal hier durch die Dinger durch. Hallo, wow. Kick! So, aber jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, man muss unten lang. Ja, genau. Yeah, so. Gut. Das wird mir spät, die ganze Zeit. Andere Musik reinschmeißen. Oh. Oh, scheiße, 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 scheiße. Du bist tot. Oh. Ah, die Musik ist echt geil. Ja, genau hier starte ich. Yay. Oh nein. Ah, das war mein Nasio. Nee, du fängst an zu spielen. Haha, hab's verstanden. Aha, bist tot. Mann! Und du beschwerst dich, dass ich anderen auf der Katze? Ja, das ist viel schwerer als Rockbottle. Natürlich. Echt, Mann, die Sprünge, die du da machen musst, waren Pillepalle. Außerdem gilt es nicht, weil du keine Tickies hattest, die dich irgendwo runtergebombt haben. Ja, voll die Tage waren Laser. Dafür hat sie Laser. Ja, toll, scheiß auf Laser. Endlaser. Du bist Endlaser. Ja. Yeah, komm du. So. Aber Mann, der war auch noch. Ja, da gerade ehrlich. Warte, warte, lass mich nochmal gucken. Ja, ist gut. Meine Güte. Hier ist mal so ein Feuerwerk für so eine Stinkesocke, ey. Passt doch. Silvester aus der Kette. Das war auch sehr praktisch, der Shandy. Jo, an sich. Oh, ich hab grad ja verfolgt. Jacob! Er heißt Monsoon! Jacob. Oh. Nein, ich drück erstmal den Schalter. Nein, ich will erst das Vieh drücken haben. Kick! Sandy Kick! Aua! Ich will auch Schlittschuh laufen. Schlittschuh laufen. Alter!
hasse Eis. So, auch gut. Außer Eiscreme. Schlittschuhlaufen ja auch nicht so wirklich. Schlittschuhlaufen ist gut, aber ich hab da immer Angst, dass ich mir auf die Fresse leg. Na und ich leg mich immer auf die Fresse, ich hab trotzdem Spaß. Wie mein Alter. Lehrer mich damals retten wollte, er hat die Hand ausgestreckt und hat mir vorbeigefahren. Das war ein Kino wert, ey. Kino! Oh Gott, ey, kann ich mir gerade so vorstellen. Weißt du, ich fall fast auf die Fresse. Hab meine Arme halb ausgestreckt und er kommt dann da angefahren, so wie Superhero. Und dann plötzlich fährt er mir vorbei, streckt die Hand aus, so, keine Ahnung, 2 Zentimeter an meiner Hand vorbei. So, und dann ist er weitergefahren und ich bin voll auf die Fresse gefallen. Yippie! Das war echt ausgefallen. Das sollte man so im Kinofilm machen. Tschüss, betätigen wir nicht da. Yay! Aber ich muss mir da noch mal rein. Ja. Ich hab mir dazu husten. Ich huste dir nicht nach. Ich hab mir dazu husten. Oh Gott, ey, das ist richtig schlimm, Leute. Ja, ich will diesen goldenen Pfannenwender. Und jetzt muss ich eigentlich mit SpongeBob von Vollspeed da runterfahren, um runterzufahren. Das ist eine geile Zeit. 1 Minute 21. Geile Musik. Voll chill. Wo ist die coole Musik? Ich will coole Musik machen! Ah, geht doch. Was war das denn? Wieso wirft er da zur Seite? Das ist auch weil er niemanden hat, den er treffen. Aber trotzdem verschwindet man dafür einsam. Doch nicht seine... Lang. Scheiße. Ah, und du leckst den Stein auf. Oh, jetzt dürfen wir nicht die ganze Kacke nochmal runterfahren. Rein theoretisch könnte ich jetzt auch auf den Pfannenwender Inventar gehen und könnte dementsprechend dort dann sagen, ich möchte diese Mission nochmal machen, fangen wir oben an. Aber weil ich gerade wirklich zu pussyhaft bin, um das zu machen und lieber hier durch die Gegend schlender, fick die SpongeBob. Weg schon wieder eine Steuer. Wie eine Briefmarke. Also irgendwie, ich musste wieder reinkommen. Früher war ich scheiße gut da drin. Früher. Damals, 1900. Nein! Besonders, da versuchst du dich zu konzentrieren. Und du hast echt irgendwie... Oh, ich kann nicht mal richtig reden, weil ich hab immer Angst, ich genieße das. Und dann... What the fuck? Das war gerettet. Komm auf. Alter, die haben noch alle keine Hobbys. Aber guck mal, kaum fährt man hier mal die Strecken. Viel Geld. Viel Geld. Okay. Ah ja, hier war ja das geglitschte Iglo. Ja, dann wenn du dich jetzt drehst, hast du so ein Iglo! Das habe ich geliebt an dieser Strecke. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Und ich saß da mal 2 Stunden drin und habe irgendwelche Geschichten erzählt. Ja, ich weiß noch 1900. Ganze Kacke trotzdem noch mal machen. Ja, Leute, ich glaube, es wird heute ein bisschen länger dauern. Ja, ich möchte gerne die Chat annehmen und so. Ja, ich möchte die 1-21 abarbeiten. Besonders, was Mrs. Puff gerade erzählt hat, wieso sie so schnell auf dieser Bahn ist. Es lag daran, dass Kinder sie immer erschreckt haben, dass sie dann zu der Kugel geworden ist und dass sie sie dann den Berg runtergeschubst haben. Richtig gemein. Mr. Puff hat früher diese Strecke aufgefahren. Zusammen mit Mrs. Puff. Ja, aber dann kam die Lampe. Nippes aus dem Meer und Meer. Ja. Ich weiß, es heißt eigentlich, wie heißt das? Souvenirs, ne? Ja. Aber Nippes finde ich, das klingt irgendwie besser. Nippes aus dem Meer und Meer. Du stinkst nach Meer und Meer. Oh Gott, ey. Wow. Und jetzt in diesem Tesla. Yay, ich hab gewonnen! Sie ist noch reingefallen. Plopp, der Kuli. Yay, super Stiefel, man. Die kann ich schon noch nicht. Congratulations!
You pass my flying colors. You pass with flying colors? Du bist mit fliegenden Farben davon gefahren. Ja, das ist bestimmt irgendwie so ein englischer... Englischer Sprichwort, was? Ja, irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich, ja. So. Das ist Deutsch. Wir können das ich weiß gar nicht, ich mag keine Socken mehr. Schade, wenn nicht. Nee. Ich muss aber überlegen, wo jetzt die Socken waren und wo nicht. Deswegen ist es gerade ein bisschen... Wischiwaschi. Wischiwaschi? Ja, also Bock, Eitel zu spielen. Okay, schon wieder. Okay, jetzt müssen wir zu denen da. Oh, ey, ich habe zu viel Wind Waker gespielt. Ich wollte gerade auf R klicken, damit ich ein Schild rauspacken kann, damit er mich trifft. Oh, scheiße, ey. Du spielst auch schon den ganzen Tag. Ja, Zocker Kid. Flanderhill. Der Flunderhügel. War das nicht hier mit dem Schnee? Nee, da war das mit Schneemensch. Scheiße. Schneemensch. 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 I fly like the wind and float like a sea bee. If you can beat my time down the hill, I give you a golden spatula. Ach ja, kann ja ich jetzt schon machen. Ich hab zwar keine Ahnung, wie man hier fährt, aber... Ach ja, genau, da gab's ja diese Abkürzung durch die Schranke hier. Genau, Geronimo! Hallo Mutti. Und da sind die Schneebänder. Platsch. Eins von der Luft. Ja, wenn man, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, da kriegt man eine Socke für. Eine Socke, wenn die Schneemänner kaputt machen. Nur, lass mal später, wenn Schnee liegt, lass mal Schneemänner bauen und alle wieder kaputt machen. Mal gucken, ob wir Socken kriegen. Ja, Socken. Mach ich viele blaue Socken. Ja, yeah, Schneemänner. Schneeengel mache ich ganz viele. Ich finde Schneeballschlacht machen und Schlitten fahren. Fuck you! Fuck you, Schlitten fahren. Ich will den Schlitten fahren. Das Dumme ist, wenn ihr runterfällt, dann sind diese ganzen Schneemänner, die ihr eigentlich vorher kaputt gemacht habt, die sind auch hier, ne? Das ist richtig scheiße. Ja, und ich werde auch versuchen, hier die ganzen Schneemänner zu kriegen, weil wir haben ja gesagt, wir spielen das Spiel so gut wir können. Und es ist 15 Sekunden, ja genau. Kriegst du mit Obi, ey. Jetzt mach ich. Eben die Leitung ist 15 und 15 Sekunden. Ach, die Scheißstelle hier. Na, irgendwie ist das geschafft. Ich hab gefehlt. Du auch. Ja. Ich hab hier immer früher die ganzen Schilder kaputt gefahren. Also nur weil ich Bock drauf hatte. Der ist so hoch! Oh Gott, du darfst lachen, Tobi. Egal. Es ist Winter! Es ist Winter! Ah, so wunderschön. Schneemann! 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 Ich meine, das ist so eine Scheißarbeit, diese ganzen Schneemänner zusammen zu sammeln. Oh, what's up? So, tschüss. Oh ja, Todesstrecke. Ja. Ich bin einfach abgefahren, reingefahren. Fertig! Okay, können wir uns zumindest schon mal da drum kümmern. Ready to rumble. Ja, bitte. Warte, warte. Was willst du haben? Warte.